Hallo, liebe User, liebe Freunde des alpinen paralympischen Sports. Herzlich willkommen zum ersten Athleten-Google-Hangout hier aus Sochi von den Paralympics. Heute als erster Gast da der Michael Brücker. Michael, herzlich willkommen. Ich wollte dich eigentlich zum Paralympics-Sieg gratulieren in Vancouver. Vor 4 Jahren warst du Zweiter hinter mir damals. Danke. Danke. Aber ich hätte es dir echt gewünscht, dass du heute vielleicht endlich den Ziel, endlich mal Paralympic-Goldmedaille zu gewinnen, endlich das erreichst. Und jetzt ist der 5. Platz geworden. Was sagst du selber dazu? Ja, es war schwierig. Es waren schwierige Verhältnisse. Ich habe mein Bestes gegeben. Leider ging es nicht und hat es nicht gereicht. Klar, es ist ein großes Ziel, aber wir haben jetzt noch 4 Rennen und ich werde das jetzt versuchen zu vergessen und dann ab morgen wieder mein Bestes zu geben. Okay, wie war die Strecke für dich? Es waren ja doch einige Stürze heute dabei. Gut, im Standing Man war es eigentlich okay. Eher bei den Sitzenden gab es Probleme. Sie haben gemeint, es war ziemlich unruhig. Ist das, bestätigst du das? Oder? Ja, also die Strecke hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil es war eine Abfahrt. Es war eine Abfahrt mit einigen technischen Schwierigkeiten drin und sehr schnell. Und ja, eigentlich hat es mir sehr gefallen und es hat auch geschlagen. Also eigentlich waren es so meine Verhältnisse, nur der Schnee, da habe ich noch ein bisschen zu kämpfen, weil manchmal war er hart, dann zum Teil wieder sehr weich. Klar, für die Sitzenden, das ist schon eine Riesenherausforderung, weil damit fast 120 Stundenkilometer runterzufahren mit diesen Schlägen ist nicht so einfach. Und dann die brutalen Stürze, die man gesehen hat heute. Ja. Das war schon nicht ohne, ja. Ja, vor allem auf einem Ski und ohne Kniegelenk ist es einfach schwierig. Ist klar. Ja, du bist jetzt 5. Ich schaue gerade, vor dir ist der Matthias Lanzinger, ehemaliger Weltcup-Fahrer der Nichtbehinderten, der da gerade im Speed-Bereich in der Weltspitze eigentlich schon vertreten war. Ich denke, vor 4 Jahren oder gute 4,5 Jahre war sein Unfall damals. In Norwegen, in Kvitfjell, wo er da den Unterschenkel verloren hat. Der ist jetzt nur knapp vor dir. Also von dem her, denke ich, hast du einen Mann vor dir mit der gleichen Behinderung wie du, wo ihr beide wirklich auf Augenhöhe seid. Also ich denke, das ist auf jeden Fall auch von dem her nicht so schlecht, oder? Ja, sicher. Also das ist mein Gradmesser. Er ist ein sehr guter Skifahrer, das ist ganz klar. Ja, es ist schon mein Ziel, natürlich schneller zu sein als er oder als alle anderen. Aber er ist heute auch gut gefahren. Natürlich ist es auch für Prothesenträger manchmal ein bisschen schwierig mit diesen Verhältnissen, weil wir natürlich nicht das Feingefühl haben, wie mit beiden gesunden Beinen zu fahren. Aber es ist natürlich super für den Sport, dass Lanzinger dabei ist. Und dann kann man auch sagen, ja, also sehen wir auch, woran wir sind. Und da denke ich, das ist auch gut, dass er nicht gerade der Schnellste, absolut der Schnellste ist, weil er nicht da 2-3 Sekunden vorausfährt. Und dann sieht man schon, dass es einfach eine Behinderung da ist. Und, ja. Also ich war heute mit Alfons Hörmann, das ist der DOSB-Präsident in Deutschland, der ehemalig DSV-Präsident war, also im Deutschen Skiverband. Und den hat das gerade die Männerklasse, die stehende Klasse, hat ihn schon beeindruckt, wie er hat eigentlich erwartet, dass der Lanzinger da jetzt eigentlich eine Medaille machen müsste. Rein von der Vorgeschichte her. Aber das zeigt, wie du schon sagst, denke ich ja, dass das Niveau vorne schon sehr hoch ist. Und selbst für einen, ich sage mal, das ist ja ein Idealfall für den Behindertensport, wenn jemand aus mit so einer Vorgeschichte zum paralympischen Sport kommt. Also er weiß genau, wie man trainieren muss, wie er trainiert hat im Weltcup der Nichtbehinderten. Er hat beste Voraussetzungen, was Material angeht. Und trotzdem, es ist ja schon 4 Jahre her bei ihm, also er ist ja jetzt auch kein ganz neuer mehr. Trotzdem ist es noch nicht so, dass er selbstverständlich die Medaillen da abholt. Also er muss wirklich einen Top-Lauf runterbringen. Heute ist er knapp an der Medaille vorbei, du knapp hinter ihm, aber es zeigt, wie hoch das Niveau ist. Ich meine, vorne dran kommen wir vielleicht zu denen. Solche war eigentlich im Training ja schon fast unschlagbar, schien es. Heute war er eigentlich nur 600stel von Bugaev. Von dem her fand ich das schon ein bisschen überraschend. Was sagst du? Ja, also Bugaev hat eine Riesenfahrt hingelegt, also muss ich sagen, das war wirklich gut. Salve klar, der hat im Training oder auch in allen anderen Abfahrten dieses Jahr war er weit überlegen. Ist auch ein kleines Problem vom Faktor her, denke ich.
Und ja, es ist nicht einfach, wenn jemand immer 2 bis 3 Sekunden vorne wegfährt vor dem zweiten, dann ist es mühsam und schwierig und dann weiß man eigentlich, kommt man mit dem Gedanken her, man kämpft um den zweiten Platz und nicht um den ersten. Und natürlich, viele sagen jetzt, vielleicht ist er heute auf Sicherheit gefahren, er weiß, er muss runterfahren, damit er die Meter-Goldmedaille holt. Das würde ich nicht sagen, er muss trotzdem alles geben, um sicher zu sein, dass er gewinnt. Aber klar, es ist das Verhältnis, wenn man dann sieht, vom zweiten Rang bis hinten, dann ist es eng und die Zeitabstände sind im Rahmen. Aber es hat gezeigt, dass Gurgajew an die Zeit rangekommen ist und also man kann ihn schlagen, wenn man wirklich eine super, super gute Fahrt hat. Genau, also 600, das ist nichts. Das ist jederzeit mal aufmerksam, irgendwo wäre das nur drin gewesen in seiner Zeit. Dritter, Vincent Gauthier, er ist immer vorne mit dabei, denke ich auch, eine sehr gute Fahrt gehabt. Von dem her, super Podium, leider für dich jetzt nicht. Aber du, wie du schon gesagt hast, stehen da noch ein paar Rennen an, morgen ist Super-G. Was nimmst du dir vor? Ja, ich werde jedenfalls wieder mein Bestes geben, also eigentlich fühle ich mich gut. Klar, heute war ein Dämpfer. Da muss ich jetzt noch ein bisschen verarbeiten, da habe ich manchmal ein bisschen Mühe, aber das geht schon. Und dann morgen Besichtigung und dann voll angreifen. Ja, wie war es im Weltcup heuer? Ja, Weltcup war eigentlich gut. Ich war eigentlich meistens auf dem Podium. War schon eine meiner besten Saisons. Und ja, habe dann immer 2, 3 Verletzungen gehabt, wo ich wieder Pause machen musste und war krank. Und das war ein bisschen mühsam. Also ich konnte nie richtig durchtrainieren, das war ein bisschen schade, aber abgesehen von dem her war es eine gute Saison, war eigentlich meistens auf dem Podest. Ja. Und ja, so ist gepasst. Wo rennst du dir am meisten aus für die nächsten Rennen? Heute. Abfahrt, oder? Ja, es ist lecker, ich setze eigentlich meistens auf die Abfahrt, aber mein Coach hat mir auch gesagt, er hat eigentlich keine Angst, er weiß, dass ich eigentlich überall schnell fahren kann, in jeder Disziplin. Und ja, dann werden wir sehen. Also Tag-Kicks muss alles stimmen, nicht nur die Tagesform, auch die Sachen, die du nicht beeinflussen kannst, und dann werden wir sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Jetzt nur eine Frage, so gestern Eröffnungsfeier, du warst da, oder? Ich war da, ja. Ja. Also ich fand es eine super schöne Eröffnungsfeier, wie fandst du es? Ja, ich habe leider nicht viel gesehen, wir sind mit der Schweiz ins Stadion gelaufen und danach sind die Athleten, die heute das Rennen gefahren sind, eigentlich gleich wieder hinten raus. Und damit wir früher zu Hause sind, um dass wir mal ins Bett können zum Schlafen. Das kenne ich ja. Ja, aber ich hab's. Der Einmarsch war super. Klar, war es immer was Schönes, um ein paar Leute einzumarschieren. Die anderen, die dort waren, die haben gesagt, es sei super gewesen. Ja, ich würde es mir sicher mal im Fernsehen noch anschauen. Ich hatte einen sehr guten Platz und also ich fand es wirklich gigantisch und eine sehr gelungene Eröffnungsfeier. Also mir hat es sehr gut gefallen. So zum Drumherum. Paralympisches Dorf, Organisation, ja, Menschen sagen, sind sehr freundlich, ja, finde ich. Also, ja, nee, also sehr positiv überrascht. Also alles funktioniert und alle sind freundlich, alles funktioniert, das Essen ist gut und ja, es ist eigentlich, wir sind ja schon letztes Jahr hergekommen um die Weltcup Finals und da hatten wir alle ein bisschen Kummer, war schon damals eigentlich viel besser als gedacht und hier eigentlich das Gebiet, was ich aussetzen kann. Ja, also ich finde auch, es ist wahnsinnig gut. Vieles ist ja neu gebaut worden. Also ich war schwer beeindruckt die ersten Tage. Ich meine, im Vorfeld wurde viel diskutiert, da ist extrem viel Geld ausgegeben worden, aber wenn man sieht, was alles gebaut worden ist, Straßen, Eisenbahnlinien und so weiter, also dass das Geld kostet, ist auch klar. Ein wunderschönes Stadion, also multifunktionell, also ich war echt beeindruckt. Aus dem Boden raus kommen da die Leute, Einmarsch aus dem Stadion, Boden, das habe ich auch noch nie gesehen in der Form. Also ist klar, dass das Geld gekostet hat, aber die haben wirklich eine tolle Ski für die Zukunft. Also ich denke, ist auch für welche, die das sich anschauen wollen, eine Reise wert. Deine Teammitglieder, Kunz, vielleicht da noch eine kurze Frage, war, glaube ich, nicht so zufrieden heute, oder? Ja, ich denke, nach dem Sieg in Vancouver, also die Goldmedaille heute in der Abfahrt, war sein Ziel sicher wieder zuzuschlagen in der Abfahrt. Aber klar, es ist nicht einfach für ihn und ich denke auch, wenn dann. Ich glaube, es ist 12. oder 13. Mal. Ja, ich weiß nicht genau, irgendwas so. Aber wenn du dann Fahrer vor dann hast, Einsturz, 2 Stürze, ja. Unterbruch. Und ich denke, wenn du da oben bist, dann hast du schon
ein gewisses Gefühl in dir, wo du sagst, vielleicht muss ich auf Sicherheit fahren, ich weiß nicht, das ist schwierig zwar einzuschätzen, aber ich habe es auch bei mir gesehen, mein Ziel war auch das Podest und es hat nicht gereicht. Und, ja. Das war heute ein bisschen Diskussion, ist es vielleicht teilweise zu schwer gewesen für die Monoskifahrer von der Strecke her? Es war ja die olympische Abfahrtsstrecke der Herren, also es war ja wirklich zumindest eine verkürzte Version, aber auf der gleichen Strecke. Da haben dann viele gesagt, ist es nicht vielleicht zu schwer? Wie findest du? Also ich habe da meine Meinung, aber... Ja, also ich denke, für die Monos wäre es vielleicht idealerweise besser, wenn man eine zweite Linienwahl machen könnte. Da wir jetzt momentan das gleiche Punktesystem haben, können wir das ja nicht tun. Aber es gibt vielleicht einige Passagen oder Streckenabteile, wo man eine andere Linie stecken könnte, extra für die Monos, dass er ein bisschen Tempo rausnimmt. Weil wenn du dann mit 110 Stundenkilometer irgendwo drauf zu Fahrrad fährst und dann schlägt es noch so dazu, ist schon schwierig. Also man hat gesehen, die Top-Fahrer, die heute auf dem Podest waren, die haben einen Lauf untergebracht. Das war einfach unglaublich. Und ja, und klar. Wir haben dann doch ein paar Verletzte, also wir im deutschen Team haben Franz Hamstein ist etwas verletzt, vielleicht Rippe gebrochen, jetzt checken ihn gerade noch. Kyle Walker, das war ein furchtbarer Sturz. Also hat schlimm ausgeschaut, aber er ist, war kurz bewusstlos, aber dann wieder bei Bewusstsein und hat schon wieder Scherze gemacht. Also ihm geht es soweit es geht nicht ganz gut. Aber gut, kann man darüber diskutieren. Letztendlich ist es trotzdem eine paralympische Abfahrt. Also ja, ich meine, da geht es einfach schnell zu Berg runter und das ist halt so. Das ist der Sinn von einer Abfahrt. Ein gewisses Risiko ist immer vorhanden. Thomas Pfüll noch. Was hat er gesagt? Thomas hat gesagt, er war eigentlich zufrieden mit der Fahrt, war besser als im Training und ich denke aber auch, dass sein Ziel sicher weiter nach vorne gewesen wäre. Natürlich ist es nicht einfach, aber seine Disziplinen werden noch kommen mit dem Riesenslalom und mit dem Super-G. Und da muss man ihn immer auf der Rechnung haben. Und ja, es sind ja viele Athleten, die jetzt momentan aufs Podest fahren können, von dem her darf man eigentlich niemanden ausschließen. Und ja, wer die bessere Tagesform hat und wer am besten fährt. Okay. Noch eine Frage, Nachwuchs. Wie schaut es in der Schweiz aus mit Nachwuchs? Ja, wir haben momentan einige Nachwuchsfahrer, aber die sind jetzt der Jüngste dabei, ist der Neffe von Didier Küsch, ja, der Robert. Das wird sicher ein ganz heißes Eisen werden für die Zukunft. Er ist voll motiviert, immer voller Risiko. Und alte Kämpfer, habe ich ja schon festgestellt. Ja, wirklich ein Kämpfer. Und ja, ich denke, das ist so unsere Zukunft bei uns in der Schweiz. Wir haben noch zwei Girls, die nachkommen und vielleicht noch der ein oder andere Mono. Es ist schwierig zu sagen, wie sie sich entwickeln werden, aber es ist schon was da. Aber ich denke schon, der Robert Güsch, der wird schon die Zukunft sein in der Schweiz. Okay. Für dich ist Pyeongchang noch ein Thema? Ja, ich habe mal gesagt, ich habe schon nach Vancouver gesagt, vielleicht werde ich aufhören, wenn es mit den Sponsoren weitergeht, mache ich weiter. Jetzt bin ich habe riesen Spaß am Skifahren. Ich bin jetzt 31 Jahre alt und denke, vielleicht mache ich viele Jahre. Aber das werde ich machen. Also ich habe mit 40 glatt aufgehört. Ja. Da kannst du nur ein paar Jahre. Und hast den Zimmer noch eingeteilt. ja, gut. Schauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die nächsten Rennen. Gib alles. Ja, ich würde es dir von Herzen gönnen. Hol dir deine Medaille ab, wie du es verdient hast. Und alles Gute und auch Grüße an die Mannschaft. Haut euch rein und dann sehen wir uns mal. Deutschen Haus, Schweizer Haus, Österreicher Haus und trinken eins. Danke, Gerd. Alles Gute. Danke. Ciao.